So, hallo. Hey, wir haben Bild und wir haben Ton und damit ist ja alles fantastisch. Ja, ich sollte definitiv daran denken, wenn ich eine Zusammenfassung über den VLC-Player abgespielt habe, dass ich dann wieder die Isaac-Szene einschalte. Ne? Das wäre klug. Ja. Das lief im letzten Part nicht ganz so gut. Dafür lief es spielerisch extremst gut. Wir haben es endlich geschafft, mit Mr. Fragezeichen Blue Baby den Greedia Mode abzuschließen. Und jetzt geht's weiter. Wir gucken uns mit dem Quatsch. Nein, es ist eine Sie, ne? Genau. Eve ist Eva. Wir gucken uns mit der guten Eve den wieder Greedia Mode an. Counter geschrieben, er weiß nicht ganz, warum ich immer den Greedia Mode nutze. Ich bin nach wie vor der Meinung, weil es am schnellsten geht, da einmal durchzuwuseln. Und weil ich gerne mit den Charakteren schon umgehen können würde, wenn ich dann den richtigen One mache. Also eine Ausnahme war halt Mr. Air hier, weil wir da mit den ganzen Crafting-Dingern und so umgehandelt haben. Da habt ihr mir auch einiges dazu geschrieben und gesagt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns Rezepte raussuchen und dann einfach gucken, ob wir die zusammenbekommen. Irgendwie so. Keine Ahnung, I don't know. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, weil im Prinzip könnte man sich dann halt einfach paar Mal Steam Sale craften und das war's. Ich muss mal gucken, wie man Steam Sale craftet. Aber ja, lassen wir erstmal weg. Jetzt jedenfalls Eve Greedia Mode und Eve hat als Zusatzitem Sumptorium. Sumptorium? Man weiß es nicht, was es ist. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Okay. Es ist was, was mit Aufladedings funktioniert scheinbar. Ich wollte nicht rausklicken. Ich drücke einfach gleich mal Q und wir gucken, was passiert. Also Schüsse sind... Oh, ich kann jetzt schon aufladen. Was ist das denn? Das hat mich gekostet. Okay, ich habe irgendwas aufgeladen. Das hat mich... Aha, wait a moment. Wenn ich das nochmal mache, schieße ich dann jetzt zwei... Ah, okay, I see. Behalte ich das, wenn ich den Raum verlasse? Ach, die habe ich jetzt... Ach, die habe ich gespawnt. Also immer, wenn ich auflade und ein halbes Herz zahle, dann kommt so ein Viech dazu. Aha, okay. Gehen die auch kaputt? Das wäre jetzt halt die Frage. Können die Gegner die auch kaputt machen? Also kann es passieren, dass die wieder weg sind? Oder... Also ich muss dann aber aufpassen, dass sobald ich... Ah, okay, wenn ich bei einem halben Herz bin, kann nichts mehr passieren. Interessant. Ich will mal gucken, ob die auch kaputt gehen können. Weil das wäre dann nicht so gut. Kann ich das irgendwie testen mal gerade? Habe ich die jetzt überhaupt... Oh, die verschiebt... Ach, die kann ich dann auch steuern. Okay. Gut, wir gucken mal, was bei Q passiert. Okay. Ah, das ist eine Flöte. Lasst mich raten, ich hole die Viecher dann zu mir, wenn die sich zu sehr verlaufen haben. Das heißt ja aber, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viele Herzen habe, dann kann ich ja ganz viel... Ja, genau, weil das passiert zum Beispiel sowas hier wie bei Jakob und Esau. Ne? Und dann kann ich jetzt nämlich wahrscheinlich Q drücken. Oh! Ich krieg die Herzen zurück, die Viecher... Aha! Wenn ich es praktisch das nicht wollte, dann kann ich einfach sagen, ach Moment, ich wollte den gar nicht erstellen, ups, und krieg meine Herzen wieder. Oh, okay. Interesting. Interesting, okay, dann ist das jetzt erstmal für mich das Ding. Finde ich aber interessant, weil mit mehr Herzen kann man dann ja, also wenn ich jetzt mehrere davon habe, stelle ich mir interessant vor. Weiß jetzt nicht, ob auf die dann auch der Damage hochgeht und so weiter, ne? Aber stelle ich mir insgesamt interessant vor. Vor allem kann es dann ja nicht mal passieren, dass ich versehentlich eins erstelle, weil dann mache ich so, ach, oh, Moment, wollte ich gar nicht. Zack, ist wieder hier. Ne? Also das ist ja cool. Habe jetzt bisher noch keinen Nachteil realisiert von dem Q-Auslösen. Das kann ich auch sofort auslösen. Also das geht sofort. Der einzige Nachteil ist, dass halt, wenn ich eine Karte einsammle, ich wieder die Karte als erstes einsetze, weil ich doof bin. Ne? Das ist alles. Ah, gut, aber vielleicht gibt es für den zum Beispiel auch keine HP-Ups oder so, ne? Man weiß es ja nicht. Wir werden feststellen, was es für den gibt. Oh, jetzt habe ich... Wait!
Wenn ich jetzt das einsetze, kriege ich dann 2,5 Herzen zurück? Okay, 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 okay. Lass mich mal was testen. Ich will mal gucken, ob die... Kann ich den da drauf lassen? Irgendwie so ein bisschen? Also gehen die kaputt? Ne, die gehen nicht kaputt. Okay, interessant. Und jetzt kann ich aber über Q mir meine Herzen zurückholen. Oh. Sehr interessant. Dann können wir jetzt auch mal hier reingehen. Oh, da gibt es die Quastiers. Jetzt können wir mal testen, ob der Effekt auch auf die Viecher drauf geht. Yo! Okay, sehr interessant. Na, dann kämpfen wir mal eine Runde. Dafür hat er halt eine sehr geringe Tiersrate. Also die Tiersrate muss ich dringend hochbauen. Oha. Bin mal gespannt, was die noch so können. Also ob die auch wirklich kaputt gehen können, das wäre schlecht. Wenn die kaputt gehen können, wenn die praktisch Leben haben, dann wäre das schlecht, weil dann würde ich so mein Leben verlieren. Aber so kann ich ja praktisch, wenn es dann brenzlig wird, kann ich über Q erstmal meine Energie zurückholen. Müssen wir mal beobachten. Oh boy, oh boy. Ja, das war jetzt dumm. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Hä? What? What? Ah, Eve, also Eve, Alter, guckt euch die Viecher an. Die sind jetzt einfach, die haben einfach Mams Messer überall jetzt. Ja, das ist ja richtig. Yo, yo, okay, alles klar. Was bist du denn für eine Maschine geworden, Eve? Okay. Aber klar, Eve hat ja diesen Effekt auch. Den behält sie also. Yo. Jetzt stellt euch das mal mit mehreren von denen vor. Okay. Okay. Ja, ist gar kein Thema. Das ist in Ordnung. Das machen. Ja, das ist okay. Kein Ding. Kein Ding. Ach, jetzt habe ich mich zurück. Wieso habe ich mich jetzt zurückverwandelt? Ich habe doch immer noch nur ein halbes Herz. So, erstmal Tiersrate hoch und dann holen wir uns ein Herzchen hier. So. Achso, ja gut, jetzt ist klar, warum ich... Also, na, jetzt ist klar, aber... Das ist ja insane. Dass die einfach... Aber warum war jetzt erst die Verwandlung so spät? Warum war die nicht eher? Ich meine, ist natürlich riskant, auf dem halben Herz jetzt zu spielen. Okay, das ist mir zu risky. Da gehen wir jetzt kein Risiko ein. Scheiße. Jetzt habe ich wieder... Ich verstehe nicht ganz, wann das passiert. Wann sich das Messer aktiviert. Also, das habe ich noch... Ups. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wann das passiert. Aber sehr cooler Effekt. Sehr cooler Effekt, definitiv. Also vor allem, wenn ich mal mehr Herzen haben würde, ne, dann... Aber gut, der Effekt mit dem Messer kommt natürlich immer nur dann, wenn man wenig Herzen hat, das ist klar. Das ist ganz klar. Okay, QB. Einmal QB. Blau. Okay, jetzt will ich einmal testen, was passiert, wenn ich jetzt die Viecher zurückhole. Kriege ich dann ein halbes Herz dazu, oder? Ah, guck mal, dann habe ich noch einen Zusatz... Oh, jetzt ist weg. Dann hatte ich kurzzeitig hatte ich jetzt noch so ein Zusatzding. Also das hat schon was ausgelöst. Das hatte eine Bedeutung, aber das war jetzt nicht so, dass die Bedeutung... Ja, in Anführungszeichen sichtbar war. Okay, das Problem ist wirklich, die Tiersrate am Anfang ist grausig. Die Tiersrate ist richtig grausig. So, jetzt habe ich halbe Herzen. Und wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich sofort tot oder kommt dann der Curse? Das ist jetzt die Frage. Weil ich hatte ja vorhin auch ein halbes Herz nur noch. Nee, okay, jetzt bin ich sofort tot. Wann löst sich dieser Curse aus?
Wann löst sich der Curse aus? Das ist die Frage. Okay, Tears-Up am Anfang ist... das ist kein Tears-Up. Okay, jetzt ist die nächste Frage. Zieht es jetzt erst das schwarze Herz ab oder direkt die roten? Ah, okay. Es zieht die roten. Das heißt, das schwarze Herz wird nie berührt? Fragezeichen. Oh. Ja, okay, alles klar. Das war dann jetzt nicht so klug. Cool. Alles klar. Ja, probieren wir es aus. Mal gucken. Ich meine, ich habe jetzt recht viel, was ich schieße, aber es ist natürlich kritisch. Aber ich kann es mit Q zurückholen, das ist das Ding. Ich überlege gerade, ob ich es zurückholen soll. Aber ich meine, ist jetzt auch nicht der krasseste Anfang. Können wir ja erstmal uns angucken, die ganze Geschichte hier. Auf jeden Fall mal wieder ein... Ich liebe es, die Tainted-Charaktere zu entdecken, weil jeder echt was Neues hat. Also die haben sich bei jedem echt was ausgedacht. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Es ist sehr faszinierend. Ich hoffe nur, die haben bei ihm jetzt nicht irgendwie HP-Ups oder so rausgenommen. Das wäre kritisch. Aber ich meine, wir sehen ja schon mal, blaue Herzen zum Beispiel gibt es, schwarze Herzen gibt es auch. Also irgendeine Form von HP-Up gibt es auf jeden Fall. Aber wann verwandle ich mich denn jetzt? Und warum verwandle ich mich jetzt zum Beispiel noch nicht? Das ist was, was ich noch nicht rausgefunden habe. Also ich habe schon viel rausgefunden. Ah, shit, ich habe... Oh, jetzt ist ein halbes Herz weniger. Okay. Wo ist mein anderes halbes Herz? Habe ich da irgendwie Mist gebaut? Das Problem ist, wenn ich auf dem Schuss drauf bleibe, dann kommen ja automatisch die vielen Viecher. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Aber wo ist mein anderes Herz? Also ich habe irgendwie jetzt ein schwarzes Herz verloren, ein halbes. Ohne dass ich getroffen, oder wurde ich irgendwann getroffen und habe es nicht realisiert? Ah, das ist, seht ihr das? Wenn ich drauf bleibe auf der Taste, dann spawnen die ja automatisch da. Also das ist ein bisschen gefährlich. Da muss ich gut aufpassen. Ja, Xi. Da muss ich richtig gut aufpassen. Aber wann kommt jetzt der Effekt? Ich meine, ich habe gar kein rotes Herz mehr. Es müsste doch jetzt der Effekt eigentlich sich auslösen. Was muss ich tun, dass der Effekt sich auslöst? Vorhin kam er ja einfach. Und ich habe noch nicht verstanden, warum. Ah. It's a horrible night. Aber wann kommst du, horrible night? Gute Frage, ne? Okay. Bomben. Damit können wir schon mal sprengen. Vor allem jetzt geben die Bomben meistens ja auch noch zusätzlich Stuff. Den Dude sprengen wir auch mal. Leider kann ich den nicht verschieben, sonst würde ich beide gleichzeitig sprengen. Aber so geht's natürlich auch. Und dann würde ich schon tatsächlich das Herz auffüllen. Weil dann können wir ja noch mehr von den Viechern machen. Aber wann kommt jetzt mein Effekt? Das habe ich noch nicht verstanden. Moin. Dann ist es aber auch wirklich besser, man schießt so auf Dings. Ja, wann kommt jetzt mein Messereffekt? Ich meine, ich bin gleich tot. Das ist mein Problem jetzt so ein bisschen, ne? Weil wenn ich jetzt Q drücke, dann kriege ich doch wieder... Ja, guck mal, jetzt laufe ich da so... Oh, okay. Ah, das war jetzt aber das schwarze Herz, was den Effekt gemacht hat, was ich gerade hatte. Ja, wann kommt der Effekt? Das habe ich noch nicht verstanden. Kann ich das irgendwie rausfinden? Wann der Effekt kommt? Weil der Effekt war halt insane. Die Viecher alle mit Mom's Knife, ne? Das sah sehr cool aus. Das hat mir gefallen. Das hat mir durchaus gefallen, aber ich weiß nicht, wie ich's forcen kann. Aber es ist wirklich gefährlich, weil normalerweise schießt man halt und drückt einfach die ganze Zeit die Taste. Also man hält sie gedrückt und dann löst sich aber automatisch die ganze Zeit dieses Ding aus. Dann kommen automatisch die Viecher und ich verliere halt automatisch meine Herzen. Das ist gefährlich, da muss ich echt aufpassen. Jetzt am Anfang ist es mir noch nicht so wichtig. Wenn ich jetzt drauf gehe, ist es halt so, wir sind gerade mal im Basement. Aber da muss ich später aufpassen, dass ich da nicht zu oft auf der Taste bleibe. Das ist dann ungünstig. Freundlich ausgedrückt.
So, Damage. Oh, noch ein Damage ab, aber das kriegen wir nicht mehr. Das werden wir wohl nicht mehr kriegen. Ich habe zwar noch 3 Bomben, aber sehe ich ein bisschen kritisch. Aber das meine ich, ne? Dadurch, dass ich draufbleibe, lädt er die ganze Zeit dann die Sachen. Was ja auch in Ordnung ist, er darf die ja laden. Aber dadurch habe ich halt dann jedes Mal fast nur ein halbes Herz immer wieder. Weil ich halt nicht, so wie jetzt bei der Schokolade, drauf presse, dann würde er es nicht aufladen, sondern ich bleibe einfach auf der Taste drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche nicht 5-mal das Gleiche sagen. Ihr wisst genau, was ich meine. Aber jetzt kommt der Effekt nicht mehr. Das verstehe ich noch nicht. Wie, wann löst sich der Effekt aus? Hilfe. Das habe ich vor nicht genau genug beobachtet, was da passiert ist, dass der Effekt sich ausgelöst hat. So, ich entstelle jetzt mal nur 2, dass wir mit einem halben Herzen hier weiterkämpfen immer. Ja, machen wir mal einen 2. noch dazu. Weil langsam wird es hier bisschen ungünstig. Wenn hier nämlich eins von den Viechern in die Luft fliegt und mich alle anderen mitreißen, jaixen, dann wird's kritisch. Ich habe hier zu viel, ich habe dem schon viel zu viel zugelassen, dass der hier stellt. Aber ich bin halt jetzt schon wieder bei meinem halben Herzen, was kritisch ist. Also wie kann ich jetzt mich verwandeln? Wie werde ich jetzt zu Dings? So, Ua! So, sehr schön. Alle Bomben weg! Und jetzt noch er. Schwitzi. Gut, wir könnten jetzt den Geheimraum suchen. Aber ich bin ganz ehrlich, wir behalten die Bomben. Und gucken mal. Da ich jetzt... Wir gucken mal. Nehme ich die mit? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich nehme sie mit, okay. Weil sonst hätte ich vorher Q gedrückt, ne, dass die zurückgehen. Okay, es gibt HP-Ups. Nice. Weil jetzt kriege ich doch viel mehr davon. Mehr Bomben, auch nice. Ne, jetzt habe ich ja schon die hier und kann immer noch mehr machen. Halo. Halo ist absoluter Musskauf. Und jetzt wäre es aber wirklich schlau. Ah, mein Gott, ich sollte so sprengen, dass ich die Viecher hier mitnehme. Ich bin ja komplett dumm. Komm her. Ja, perfekt. Mist. Weil da auch ein guter Shopkeeper dabei ist, der schön in die Luft fliegen kann. Jetzt bitte. Na, der nicht. So, jetzt warten wir den nochmal ab, bis der hier seine nächste Runde macht. Und dann macht's bumm. Gleich macht's bumm. Jetzt macht's bumm. Ach, komm schon. Bumm. So. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal kämpfen. Dennoch, Halo ist instant gekauft, sobald wir hier Geld haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Q drücke, ne? Dann habe ich ja... Also ich habe mehr Viecher jetzt... als ich dann Effekt hätte, wenn ich Q drücke. Ich meine, da kommt dann wieder dieser komische rote Effekt, der irgendwas macht. Ich weiß nicht, was genau. Das haben wir noch nicht so ganz ermittelt. Aber ich muss jetzt aufpassen. Wenn ich jetzt alle Herzen aufbrauche und dann Q drücke, dann verliere ich mehr Viecher, als ich eigentlich haben dürfte. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich schon. Also muss ich jetzt wirklich gucken, dass ich nicht zu viele erstelle. Weil sonst... Ja, mache ich halt Verlust. Was dumm wäre. Können wir noch einen machen oder so? So. Weil, wenn ich jetzt Q drücke, ich will halt nicht in die Situation kommen. Ah, scheiße. Ich will halt nicht in die Situation kommen, dass ich... Ach so, ich glaube, ich weiß, wann der Effekt kommt. Der Effekt kommt, wenn ich durch Schaden auf mein halbes Herz komme. Kann es sein? Also, wenn ich nicht durch den... Ja, das wird sein. Ich hatte wahrscheinlich ein ganzes Herz...
und wurde dann getroffen. Und dann hatte ich das halbe Herz und dann kam die Verwandlung. Ist es so vielleicht? Hey, wo sind meine Viecher hin? Hä? Die sind weg! Wann sind die verschwunden? Ja, genau. Ne? Das ist jetzt die Verwandlung. Das ist, was ich meinte. Das kommt also, wenn ich Schaden nehme. Wie es halt... Ja. Okay. Das kommt, wenn ich Schaden nehme. Das heißt, ich muss auf ein Herz runtergehen. Ich muss es jetzt gleich mal testen. Ich muss auf ein Herz runtergehen. Dann mich treffen lassen. Dann kommt die Verwandlung. Scheiße. Jetzt komm. Ach, ich hab die... Wenn die Viecher kaputt gehen. Das Viech wurde angegriffen. Die gehen also doch kaputt. Das ist schlecht. Die gehen also doch kaputt. Das ist sehr schlecht. Müssen wir nochmal testen. Achso, wir testen es jetzt mal hier. Okay, das hat die nicht gekillt. Wir testen es mal jetzt nochmal. Mit Gegnern. Ja, okay, zwei Schüsse und die sind weg. Und wenn der jetzt auch noch weg ist, dann mache ich die Verwandlung. Okay, und das ist aber wie Mom's Knife im Prinzip, ne? Das ist dann schon insane. Aber ich kann sozusagen dann nicht mehr die Herzen... Ah, ja, I see. Also auch hier würde ich jetzt wieder behaupten, ich habe noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft von dem Viech. Ne? Aber wir... Ich denke, wir verstehen in diesem ersten Part schon ganz gut, was Eve macht und was sie nicht. Ich muss also auf jeden Fall aufpassen, weil es halt Herzen sind, für die ich die erstelle. Also, und ich erstelle die halt durchgehend. Und ich kann nur alle wieder weg zurückzaubern. Das ist ein bisschen problematisch. Weil, angenommen, ich sage jetzt, ich erstelle 4 Stück und ich sammle dann 2 Herzen dafür ein, ne? So, ich sammle dann 2 Herzen dafür ein, für die 4 Stück, die ich erstellt habe, um die wieder zurückzuholen. Wenn ich dann aber wieder so schieße, erstelle ich ja die nächsten. Und bin ja aber eigentlich mit vollen Herzen dabei. Wenn ich dann alle zurückhole, das haben wir immer noch nicht getestet, was jetzt eigentlich passiert, wenn ich viel mehr zurückhole, als ich eigentlich hatte. Das müssen wir auch noch testen. Wenn ich viel mehr zurückhole, als ich eigentlich hatte, dann gibt es diesen komischen roten Effekt, aber ich weiß noch nicht genau, was der macht. Was das für eine Bedeutung hat, das habe ich noch nicht verstanden. Leider. Aber wir haben es ja vorhin geschafft, dass dann eins von den Viechern übrig geblieben ist, als die Verwandlung gekommen ist, ne? Das hat ja dann auch die Messer gehabt. Zusätzlich zu den Quest-Tiers hat es dann halt 4 Messer sogar gehabt, was noch viel besser war. Leider haben wir damals den Effekt noch nicht gut nutzen können. Was ein bisschen kritisch war, aber gut, so ist es halt. Aber jetzt mal eben überlegt. Jetzt bin ich schon wieder bei einem halben Herz. Wenn der jetzt kaputt geht, dann verwandle ich mich. Aber hab halt nur noch ein halbes Herz. Also sowas wie das Yam-Hard wäre für Eve jetzt richtig geil eigentlich. Ne? Und das Problem ist halt, ich darf mit Eve... Eigentlich darf ich mit Eve nicht... Ja. Jetzt ist er kaputt. Und ich auch gleich. Also eigentlich darf ich mit Eve nicht... Oh boy. Ja. Eigentlich darf ich mit Eve nicht... konstant den Knopf drücken. Was aber kritisch ist. Weil die so eine enorm lange Tierrate hat. Ha, I see. Okay. Tier ist ab, komm.
nicht ganz, was ich wollte, aber okay. Weil hätte ich es gewusst, hätte ich es hier eingesetzt. Okay, wir können schon mal eins gratis jetzt theoretisch holen. Ne, weil dann habe ich das ja einfach. Aber dann ist es halt wieder eins, was ich nicht einfach zurückholen kann. Ja, geil. Da traue ich mich schon, dann kommt so ein Müll raus. Gehen wir mal lieber hier ran. Okay, die Verwandlung kommt wirklich ganz normal. Immer bei einem halben Herzen, wenn es übrig ist. Ja, ja, wollte ich jetzt eh machen, weil es noch nicht so cool war, was wir hier hatten. Ich denke, wir werden auch in dem Part noch nicht jetzt einen richtigen Lauf machen. Ich muss erstmal mich so ein bisschen hier in Eve reindenken. Ich werde den Part auch, glaube ich, gleich beenden, weil das wird sonst wieder so ein langer Part und ich will jetzt mal einen kurzen Part haben. Ich denke, das reicht auch, um so ein bisschen rauszufinden, was sie kann. Wir müssen ja nicht immer übertreiben, ne? Nice. Aber es dauert so ewig. Okay, ich meine, jetzt kann ich ja eigentlich noch schießen. Jetzt ist ja egal. Jetzt kann ich ja mehr von den Viechern erstellen. Die gehen jetzt ja auch nicht kaputt. Jetzt kann mir das ja eigentlich egal sein. Das kann ja passieren. Blaue Herzen, auch nice. HP ab. Noch nicer. Okay, wir sollten hier echt gut jetzt durchkommen. Das wäre schön. Na, gucken wir mal. Ich versuche jetzt mal, bis auf ein Herz runterzugehen. So, und jetzt mal schauen. Ob es vielleicht auch schon reicht, dass nur zwei von denen kaputt gehen oder so, dass die Verwandlung kommt. Na, das ist ja das Ding. Achso, da will ich richtig aber noch eins runtergehen. So. Weil die Verwandlung kommt ja nur... Vielleicht reicht es wirklich, wenn jetzt einer kaputt geht. Einer mehr geht kaputt, vielleicht kommt dann schon die Verwandlung. Ich weiß es ja nicht, wir werden sehen. Ich muss es testen. Dann kann ich jetzt ja sowieso, jetzt kann ich ja den Knopf gedrückt halten, weil ich habe ja eh unten mit meinen Herzen. Stimmt. Ist schon eins kaputt gegangen? Ja, ich glaube, wir haben nur noch drei. Ich glaube, wir haben noch, nee, wir haben noch alle vier. Alle vier sind noch da. Obwohl, wir hatten wir nicht fünf. Yikes. Jetzt habe ich nur noch zwei. Okay, also es reicht nicht, wenn eins kaputt geht. Ach nee, ich habe noch drei. Jetzt habe ich noch zwei. Das ist aber das, was ich meine. So verliere ich praktisch ja meine Herzen und kriegst sie nicht zurück. Na, ich hätte praktisch jetzt vorher Q. Ja, scheiße. Ah. Das ist noch. Yo. Das ist jetzt richtig gut. Das ist jetzt richtig gut. Das nicht. Aber das Trinket, was wir jetzt haben, das Herzendroppen für Dings, das ist leider nicht die Fliege, die ich gerne hätte. Aber das Herzendroppen für eingesammelte Münzen, das ist richtig gut. Weil wir dann hier richtig viele Herzen, dann können wir richtig viele von den Viechern erstellen. Aber das Problem ist halt, dass die echt kaputt... Also die gehen halt auch schnell kaputt. Also da muss ich schon aufpassen. Die haben leider nicht so eine Haltbarkeit, wie ich sie gerne gehabt hätte. Damage up müssen wir mitnehmen. Okay. Sehr gut. Dann können wir jetzt aber auch mal testen, was passiert, wenn ich ganz viele zurückpfeife. Weil jetzt haben wir aktuell... Aber ich glaube, ich werde es nicht schnell genug... Ich weiß nicht, was... Na, wenn ich sie jetzt zurückpfeife, müsste ich ja eigentlich... drei halbe Herzen bekommen. Das heißt, ein ganzes Herz ist jetzt irgendwie Zusatz. Und dann habe ich diesen roten Effekt hier. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Der geht ja einfach wieder weg, dieser rote Effekt. So, und das war's. Hat es jetzt einfach... Was hat es jetzt gemacht? Das ist das, was ich nicht verstehe. Versteht ihr? Ich will mein blaues Herz nicht. Ich komme nicht an die Münzen ran. Ach, das ist doch schon wieder kacke. Ich komme nicht an die Münzen...
Ja, wäre ein cooles Trinket gewesen. Okay, wir lassen es hier mal dabei. Wir lassen es hier mal dabei. Und gucken uns das Ganze im nächsten Mal nochmal genauer an. Ich denke, wir haben schon einiges rausgefunden. Ich will mich jetzt aber auch hier nicht überfordern. Deswegen danke fürs Zuschauen. Und tschüss.